Informiere dich über die Weine. Die würde mich wirklich mal interessieren, weil ich habe echt vergessen, was die eigentlich waren. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine, das waren so... Ich glaube, wir begegnen jetzt auch gleich welche. Der Staat verlässt sich auf sie. Ja. Ich meine... Ja, da unten stehen sie. Ich glaube, hier gibt es auch nichts anderes mehr. Ich kenne das Golden Cat. Nicht als Kunde, versteht sich. Ich habe ein paar Geräte für sie entwickelt. Und die Baupläne aufgehoben, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Nun, der Tee war eine Gefälligkeit unter Kollegen. Ich mache diesen Fehler nicht nochmal. Entschuldigung, ich dachte nur... vergessen Sie's. Danke für den Tee. Ich muss zurück zum Admiral. Er hat Neuigkeiten für mich. War das eine Annäherung? Calvo, mein Freund. Brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Sehr gerne. Wenn es nicht zu teuer ist, aber... Ah, 400. Guck mal. Ja, doch, dann nehmen wir es mit, komm. Warum eigentlich nicht? Dankeschön. So. Gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben. Ja, aber ich glaube... Na, nü. Also, wenn man nicht immer nachguckt, ne? Hör mal, halt hier. Hallo. Ich heiße Samuel. Die Maschine wurde vom Admiral in den Fluss geworfen. Aber ich konnte sie bergen. Geht sie noch? Test? Test? Ah ja. Okay. Die Geheimnisse von Pendysien? Keine Ahnung. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Da hat der Samuel sich hier eine kleine neue Notiz im Tagebuch. Achso, wirklich die Notiz. Ja. Knochenartefakte, Wink des Schicksals. In seltenen Fällen stellt ein Trank dein Mana vollständig her. Nee. Okay, ich glaube, hier gibt es keine Kohle mehr. Obwohl, ich will nicht nie sagen, weißt du? Weil irgendwie gibt es hier doch immer irgendwas. Soll ich mal sagen, das kommt später erst. Ja, gucke. Hat sich doch schon gelohnt. Ach, da unterhalten sich schon wieder zwei. Komm, das lauschen wir mal. Hier ist noch eine neue Maschine, glaube ich. Kapitel 32. Bislang habe ich kaum etwas über meine Brüder Morgan und Custis erzählt. Zwillinge und 4 Jahre älter als ich. Morgan ist der etwas größere in dieser zwei Rohlinge. Von Anfang an misshandelten die beiden mich, wo sie nur konnten. Sicher bin ich nicht der Erste, der sich über grausame Geschwister beschwert. Aber meine Leiden waren wahrlich einzigartig. Als ich 5 war, fesselten sie mich an mein eigenes Bett und ließen darin einen Haufen Schlangen frei, den sie in den vorangegangenen Wochen gesammelt hatten. Meine Schreie und mein Atem wurden durch ein Laken gedämpft. Und so dauerte es Stunden, bis mein Kindermädchen mich fand, mehr tot als lebendig. Ich hätte einige Schlangen zertreten können, andere waren entkommen. Jedoch nicht, bevor ich nicht über ein Dutzendmal gebissen worden war in Beine, Arme und Gesicht. Mit diesen Wunden hatte ich monatelang zu kämpfen, während die zwei mit nicht viel mehr als einer Ermahnung davon kamen. Wallace! Bring mir Wein! Morgen werde ich euch mit dem Geschenk erfreuen, das sie mir zur Feier meines 10. Geburtstages überreichten. Das ist hart. Ja, haben es alle nicht so einfach, ne? Nur weil man Edelmann ist, heißt es nichts. Können wir hier durchlauschen? Glück, dass ich sie nicht hinauswerfe. Glück. Ohne mich würde hier alles in 10 Minuten auseinanderfallen. Ach, wirklich? Sie können mich sowieso nicht entlassen.
Ich habe heute früh die Bücher studiert und dort 5 ihrer Fehler entdeckt. Nun gut. Sie haben Glück, dass ich sie vor dem Admiral gefunden habe. Irgendwie mag ich diesen Wallace nicht, der ist strange. Mr. Piero, müssen in manchen Bereichen noch sehr viel lernen. Ich bin mir sicher, dass Piero eines Tages ein guter Ehemann sein wird. Einer anderen Frau. Na? Er könnte mir sogar gefallen. Aber wie er mich anstarrt, ich glaube nicht, dass er es merkt. Welcome to the Friend Zone. Er verbringt die ganze Zeit mit Büchern und Maschinen. Er versteht wohl nicht, dass ich keins davon bin. Es begann mit dem Milchmädchen. Sie wurde eines Morgens nach ihrer Arbeit krank. Doch die Milch war schon ausgeliefert worden. Grund genug, um alles abzuriegeln. Die Seuche verbreitet sich schnell. Ja, klar. Mein Herr hatte eine sehr unruhige Nacht. Hier schläft niemand gut. Wenn Sie mich holen wollen, erwartet Sie eine Überraschung. Ich kann sehr wohl mit einem Schwert umgehen. Verzeihen Sie die Unordnung dieses Zimmers. Ich werde mich gleich darum kümmern. Herr Hans-Dice. Okay. Irgendwie mag ich den Typ immer noch nicht. Ein netter alter Pub. Die Betten sind ziemlich durchgelegen, das können Sie mir glauben. Ein Marinesoldat dürfte bei seiner Bettwäsche nicht so wählerisch sein. Lady Lydia Pendleton. Lieber sterbe ich an der Seuche. Ja, die mögen sich alle nicht wirklich hier. Okay, dann gehen wir mal zum Admiral. Guten Tag. Hallo, Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn Sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn Sie ihm helfen wollen. Haben wir denn noch genug Geld? Weil dann würde ich sagen, ja, 300, dann würde ich sagen, wir versuchen es mal mit Betäubung. Wenn das nicht funktioniert, können wir immer noch umsteigen auf normale Munition. So, und dann sehen wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal Weiner. Ich weiß nicht, ich geh mal gucken. Ja, seht ihr, geht schon los. Schon dran vorbeigegangen. Was? Hat er da gerade was? Und guck mal, schon haben wir 2 Runen hier. Hoppala. Das könnte man für später öffnen, glaube ich. Dann kann man da besser raus. Lass mich raten. Ja, guck mal. Na, hier ist nichts. Da liegt ein Cent. Da ist einer. Ach, beide sogar. Lasse die Weine in der Kanalisation zurück und berichte mir. Eine uralte Notiz. Es tut mir leid, aber ich werde bei unserem nächsten Treffen nicht anwesend sein können oder bei irgendeinem zukünftigen Treffen. Was passiert ist, war unnatürlich und falsch. Mir wird übel, wenn ich mich nur daran zu erinnern versuche. Ich habe die Ereignisse unter unserer Arbeit hier für Sie zurückgelassen, aber ich vermute, die Ratten werden alles zerfetzen, bevor Sie zurückgekehrt sind. Leben Sie gut. Okay.
Okay, ich hätte erwartet, dass hier was ist. Ich glaube, ich gehe hier rum raus. Ach, apropos, haben wir jetzt eigentlich wieder genug für... Ja, geil. Ich bin so unsicher. Soll ich die Zeit nehmen? Oder... Nee. Ich glaube, ich nehme erst teleportieren. Glaube ich. Oder? Verlangsamt Zeit für einen kurzen Moment. Hält die Zeit für einen noch kürzeren Moment an, aber du kannst dich bewegen. Schnelle Fortwärtsbewegung über längere Distanz. Ich glaube, der Teleport hilft uns erstmal besser. Als nächstes nehmen wir dann die Zeitverlangsamung. Weil die Vitalität, die brauchen wir nicht so dringend. Ne? Also, dass die Regeneration einsetzt, weil wir verbrauchen eh so gut wie gar nichts. Das passt schon. Hep. Sie sind unten gewesen? Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Aufseher Martin ist da. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen Sie sprechen. Alles klar. Haben noch andere vielleicht auf mich gewartet, dass ich irgendwo rauskomme? Na, ich glaube, Pendleton hat eine Aufgabe für uns. Den quatsche ich jetzt noch nicht an. Da ist Wallace. Ich mag ihn nicht. Irgendwie ist er mir unsympathisch. Ach, hier ging es irgendwo raus, ne? Mist. Dann gehen wir unten in den Pub. Guten Tag, die Herren. Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Cordwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg, die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Pendleton wartet am Anleger. Alles klar. Ich will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Ja, das denke ich auch. Ein Bade-Etablissement. Ja, ihr werdet gleich sehen, dass das mit Baden nicht viel zu tun hat. Aber egal. Corvo, Tachchen. Auf ein Wort. Corvo, natürlich. Ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam... Ohne Gleichen. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie, bevor ich es mir anders überlege. Der junge Mann trinkt ganz schön viel, wa? So, ich glaube... Gerbels Buch scheint viel mehr zu erhalten, als wir gehofft hätten. Er hat eine Reihe hochrangiger Aufseher erpresst. Mit diesen Informationen können wir den Orden manipulieren. Die Aufseher werden sich unserem Willen beugen. Nice. Sie waren noch nie in der Golden Cat? Nein? Dachte ich mir. Ich auch nicht, natürlich. Interessant. Klar doch. Geht mich nichts an, aber das Zeichen auf Ihrem Handrücken. Studieren Sie die verbotenen Künste, Corvo?
Keine Sorge, wir sind hier alle Freunde. Na, da bin ich überzeugt von. Ja. Ich glaube, obwohl... Ja, doch, komm. Bevor wir die nächste Mission anfangen, gehe ich nochmal mit Dingens Quatsch. Oh, mein Freund. Brauchen Sie Waffen Piero. Oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Es ist echt nervig, dass er das so lange fragt. Sag mal her, Kollege. So, dass wir die wenigstens haben. Verbesserung können wir uns keine leisten. Aber damit kann ich schon mal beruhigt zur Tat schreiten. So, ich überlege gerade, haben wir irgendwen übersehen oder wollten wir noch mit irgendwem reden? Da lehnt Wallace. Pendleton hat uns die Meinung gesagt. Der Admiral wäre noch interessant, aber ich glaube, das hat sich einfach. Jo, ansonsten sehen wir mal, was Samuel zu berichten hat. Tachchen. Na, alter Seebär. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Ah ja, das spricht Bände über den Charakter, nicht wahr? Alles klar, suchen wir nach Emily. Auf die Maske.